meine Schuld? Ja, das ist deine Schuld! Hör auf, mich so anzuschreien! Hör auf, mich so anzuschreien! Hör auf! Na, was sonst was? Was willst du machen? Halt deine Fresse, verdammt nochmal! Ich kann nichts dafür! Er ist selber schuld! Wie konntest du nur? Er ist dein kleiner Bruder leer! So krasse Sorgen gemacht, der Knast muss Horror sein, oder? Ja, hab ich mir gedacht. Aber ich verspreche es dir, ich werde eine Möglichkeit finden, um dich da rauszuholen. Wir müssen doch irgendwie beweisen können, dass diese Drogen bei dir untergeschoben wurden. Babe, ja, ich weiß, dass du unschuldig bist. Also mach dir keine Sorgen. Okay? Ich bin auf deiner Seite. Was? Wir kriegen das. Was? Stevie und unschuldig? Ey. Stevie und unschuldig? Du kleine Ratte! Du bist genau da, wo du hingehörst. In den Knast und ich hoffe, du verreckst da drin. Scherb dich zum Teufel. Was sagst du da? Der Mann wird schon genug. Nein! Nein! Stevie? Babe! Ist das ein scheiß Ernst? Ja, ist mein scheiß Ernst. Das war sein einziger Anruf, okay? Der kommt nicht die ganze Zeit anrufen. Ich habe keine Ahnung, wann ich wieder mit ihm reden werde. Wofür willst du mit ihm reden, verdammt nochmal? Er ist ein scheiß Krimineller! Es war doch klar, dass dir alles scheißegal ist. Dein kleiner Bruder steckt im Knast und dir geht alles am Arsch vorbei. Verdient, verdient. Er sitzt verdient im Knast. Und ich glaube, du bist einfach nur zu dumm, um das zu checken, Mann. Ich bin aber nicht so dumm, um zu wissen, dass du ihm diese Scheißdrogen untergeschoben hast. Was? Ja, ich habe mit Civi geredet und irgendwie sind wir zusammen draufgekommen. Weil irgendwie wolltest du dich mit ihm versöhnen und dann an dem gleichen Abend wirst du mit ihm wegfahren und dann die Polizei taucht hier auf und genau an dem Tag sind irgendwelche Drogen in seiner Tasche. Also, gib's endlich zu, Lea. Du steckst dahinter. Ich weiß das. Ich bin mir zu 100% sicher. Lächerlich. Lächerlich. Ich brauche hier gar nichts zu geben, okay? Weil es nichts zuzugeben gibt. Okay? Also lasst mich alle in Ruhe. Ich weiß gar nicht, was ihr alle wollt. Ihr checkt scheinbar nicht, dass nicht ich die Böse in dieser ganzen Geschichte bin, sondern Stevie, dein ach so toller Stevie. Und jetzt laber mich genau, nicht du voll. Arme. Die Wahrheit will rauskommen, das sag ich dir. Hi. Wie geht's dir? Scheiße. Was ist los, Maus? Ich habe einfach so ein scheiß schlechtes Gewissen. Wirklich, wenn ich nur daran denke, dass meinetwegen ist Kevin einfach weg. Weil ich nicht A sagen konnte, das tut mir einfach so leid. Ja, das ist schon krass. Aber zumindest zeigst du ein bisschen Mitgefühl und Menschlichkeit im Gegensatz zu anderen Menschen in diesem Raum. Besser als den ganzen Tag rumzuheulen und das jammernde Elend zu spielen, oder? Meinst du nicht? Lea. Ich sag dir jetzt mal was. Nein, nix, Lea. Du wolltest Kevin nicht heiraten, weil du ihn dann scheinbar nicht genug geliebt hast und weil du einfach mal alleine sein wolltest. Real Talk. Ach, ist einfach so. Akzeptier es, okay? Das ist echt unglaublich. Schlimm ist das, ne? Genau, unglaublich. Und du jammerst den ganzen Tag auch nur rum wegen sämtlicher Scheiße. Sorry, ich kann es nicht ernst nehmen, ist einfach nur lächerlich. Ihr glaubt auch irgendwie, dass die Einzigen die einfach richtige Probleme haben, ne? Hörst du dir gerade mal selber zu? Wie redest du mit uns? Ja, so was wie ist das gerade? Was ist aus dir geworden? Jetzt mal ohne Scheiß. Was soll das gerade? Ja, uns geht's scheiße. Dir geht's auch scheiße. Okay, aber anstatt, dass wir einfach mal zusammenhalten als WG, nein, kackst du uns hier so an? Lea, ich weiß nicht, ob du es vergessen hast, aber gerade Kevin und ich, wir haben dich die ganze Zeit vor Stevie gewarnt, okay? Sorry, aber du wolltest es nicht sehen und jetzt bist du an dem Punkt, wo du jetzt bist, ja. Aber das war gerade einfach nur richtig uncool von dir. Uncool. Das ist uncool. Uncool finde ich, dass ihr mich überhaupt nicht versteht und dass ihr mich nicht ein einziges Mal richtig supportet habt. Zusammenhalten, ich habe nicht auf euch gehört. Das, was ihr gemacht habt, das war einfach nur die ganze Zeit gegen mich schießen, anstatt mich zu unterstützen. Genau. Ihr redet die ganze Zeit von Liebeskummer, dies und das. Ich habe meine ganze Existenz verloren. Ich habe herausgefunden, dass mein Bruder ein scheiß Verräter ist. Ja, das ist scheiße, okay? So, ich habe das Vanity verloren, alles. Aber redet doch ruhig darüber, wie kacke es euch geht. Oh, du bringst dich, fühlt sich unfair behandelt, ja? Und wie muss Stevie sich gerade fühlen? Du bleibst jetzt hier und du hörst das zu, was Wahrheit ist. Stevie ist im Knast deinetwegen, weil du ihm Drogen untergeschoben hast. Ich weiß das ganz genau und du sollst das endlich zugeben. Komm, trau dich. Du hast doch so große Eier. Komm. Ich brauche gar nichts zu geben, weil es nichts zuzugeben gibt.
Da, wo Stevie ist, ist er genau richtig. Er hat es verdient, im Knast zu sein für die ganze Scheiße, die er getan hat, okay? Und was mit ihm passiert, ist mir scheißegal. Danke. Was bist du für ein Mensch geworden, Lea? Oh. Hallo. Warte mal. Guck mich mal an. Was? Stimmt das? Was? Stevie ist deinetwegen im Knast? Sag doch. Ich brauch gar nichts sagen und ich werde das auch nicht sagen. Und es wäre schön, wenn ich mich der ganzen Scheiß einfach mal in Ruhe lasse. Ja, weil du ja die Einzige bist, die hat so scheiße Lust, darüber zu reden. Dankeschön. Lea! Ich rede mit dir. Alter, geht's noch? Was ist? Ich habe mit Stevies Anwalt telefoniert, nachdem du mir mein Handy weggenommen hast. Und so gemein wieder zu Stevie warst, hatte er einen Nervenzusammenbruch. Der ist im scheiß Krankenhaus jetzt. Er wurde eingeliefert. Er kann nicht mal Besuch empfangen. Das ist alles deine Schuld. Was für meine Schuld? Konntest du nur. Meine Schuld? Ja, das ist deine Schuld! Hör auf, mich so anzuschreien! Hör auf! Na, was sonst was? Was willst du machen? Halt deine Fresse, verdammt nochmal! Ich kann nichts dafür! Er ist selber schuld! Wie konntest du nur? Er ist dein kleiner Bruder, Lea! Er ist dein verdammter kleiner Bruder! Treib es nicht so weit! Sonst was? Du hast mir schon alles weggenommen! Halt deine Fresse und deine scheiß Anschuldigung! Ich will es nicht hören! Ich habe damit nichts zu tun, okay? Er ist selber schuld! Und jetzt lass mich in Ruhe! Lass mich du willst in Ruhe. Dafür noch bezahlen, das sag ich dir! Ich habe nicht damit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Du glaubst gar nicht, wie viel mir das bedeutet, dass du jetzt wirklich hier bist. Das Flamingo Royal und das Vanity schaffen wir zusammen, oder? Ich bin dir unendlich dankbar. Du bist wirklich die beste Schwester, die man sich wünschen kann. Und für all das, was du für mich getan hast. Und obwohl ich so viel Scheiße gebaut habe, danke. Verdammt, habe ich jetzt gerade wirklich noch Mitleid mit diesem kleinen Verräter? Aber so schlimm kann sein Nervenzusammenbruch doch gar nicht gewesen sein, oder? Hallo? Hallo, ja, es tut mir leid, ich habe Kopfhörer drin. Ich habe das akustisch gerade kurz nicht verstanden. Bin ich da richtig bei der Anwaltskanzlei Finkwald? Super, okay, klasse. Hammerschmidt mein Name. Ist der Herr Finkwald vielleicht gerade zufällig im Haus? Ich würde ihn gerne einmal kurz sprechen, wenn es geht. Super, alles klar, ich warte. Danke. Ja, schönen guten Tag, Herr Finkwald. Dankeschön, super. Hammerschmidt mein Name. Genau, ich bin die Schwester vom Herrn Stevie Hammerschmidt. Wir hatten mal was zu tun bezüglich der Bewegungsauflagen meines Bruders. Genau. Und zwar würde ich mich gerne mal nach dem Gesundheitszustand meines Bruders erkundigen. Kleiner Zwischenfall. Mhm. Okay. Nee, das ist nicht nötig. Ich muss nicht mit meinem Bruder sprechen. Ja. Es wäre mir ehrlich gesagt auch ganz lieb, wenn er von dem Telefonat nichts erfahren würde. Dankeschön. Nee, das war's auch schon. Alles klar. Das wünsche ich Ihnen auch. Jo, schönen Tag noch. Tschüss. Verdammte Scheiße, Lea, reiß dich zusammen. Dieser kleine Pisser hat dein Leben ruiniert. Und Mitleid hat er erst recht nicht von dir verdient.
Lea? Lea, was machst du hier? Hi. Schön, dich zu sehen auf jeden Fall. Aber hier vom Benedikt? Alles okay? Ja, ich war nur einkaufen und dann hat mich irgendwie die Macht der Gewohnheit hier vorbeigebracht. Okay. Ja, aber sonst? Gibt es irgendwas Neues bei dir? Oder? Nicht wirklich, nein. Und bei dir? Also, ja, jetzt? Wie du siehst, ich wurde übernommen tatsächlich. Ja, viele andere auch. Und ja, und neuen Nachfolger haben wir auch für dich schon. Also läuft alles nahtlos hier. Okay. Das freut mich sehr für euch. Auch wenn ich es immer noch nicht glauben kann, dass das Vanity nicht bei mir gehört. Aber ich finde das auch total schade, dass du nicht mehr unsere Chefin bist, ehrlich gesagt. Aber wie du siehst, muss ich leider auch hier schon weitermachen. Ne? Lea, ich wünsche dir echt alles Gute und wir sehen uns noch. Ja? Lea, was ist los? Das ist mein Paillettenkleid. Lea, pass auf, ich habe keine Ahnung. Der Chef meinte nur, ich soll Personal aufräumen. Und ich habe auch alle gefragt und die meinten, denen gehört es nicht. Und ich habe die jetzt einfach da rein. Ich wusste es. Ja, aber meine Wechselklamotten sind bestimmt kein Müll. Ey, weißt du was, Özcan? Ja, vielleicht habe ich versagt. Vielleicht habe ich das Vanity verloren. Mag sein. Aber ich bin noch lange nicht fertig mit der Gastro. Und eins kann ich dir sagen, ich werde wieder die Queen vom Ring werden. Ich werde es allen zeigen. Bestell liebe Grüße unten. You keep running away, changing time and space. Alter, hör auf, einen auf Drama Queen zu machen und hör auf, hier so lächerlich rumzuheulen wie so ein Lappen, Alter. Ja, was weiß ich nicht. Kein Wort mehr jetzt, okay? Hör auf, endlich Öl ins Feuer zu gießen. Es reicht, Lea. Jetzt schreist du mich auch noch mal. Körperliche Auseinandersetzung da draußen auf dem Hof. Du überschreitest Grenzen, merkst du das nicht? Du kannst dich hier nicht weiter so aufführen. Kann ich nicht? Nein, kannst du nicht. Doch, kann ich. Kann ich. Oh, weil Gott. Ihr mir nichts zu sagen habt, okay? Du erstens, Psycho, erstens nehme ich bestimmt keine Rücksicht auf seine Gefühle für meinen dreckigen Scheißbruder, okay? Das interessiert mich wirklich am allerwenigsten. Und zweitens, ja, solltest du dir einfach mal Gedanken darüber machen, auf wessen Seite du eigentlich stehst, ja? Weil ich bin diejenige, die von vorne bis hinten verarscht wurde, okay? Ich habe alles verloren. Aber Hauptsache um mich schert sich kein Schwein, Alter. Ihr kümmert euch nur um euch selber oder um solche dreckige Kacke. Du! Was ich rede? Was ich rede, pass mal auf. Ihr könnt mich sowas von mal am Arsch schlagen, Alter. Solche Freunde wie euch brauche ich nicht. Ihr seid das Allerletzte. Okay, okay. Ich glaube, du hast dir selber nicht. Euch. Ich brauche niemanden von euch. Ich schaffe es ganz alleine wieder nach oben. Ohne euch. So ein Psycho. Ich brauche solche tollen Freunde wie euch. Wie ist deine Familie, dein kleiner Bruder und wenn du deinem kleinen Bruder sowas antun kannst, wozu bist du noch fähig? Eine Sache sicher, Leute. Wir können diese Frau hier nicht mehr vertrauen. Ich habe keine Kohle mehr. Mein Laden ist weg. Alles ist weg. Und sogar meine Freundschaften gehen schon kaputt. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als hier zu stehen wie Moralapostel und mir Vorwürfe zu machen und mich zu belehren. Ihr könnt mich auch noch mal ein schönes Leben haben. Ich habe halt auch mit meiner Mutter viel geredet und wir sind jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass es einfach für Linus und mich das Beste ist, wenn wir zu ihr nach Süddeutschland ins Allgäu ziehen. Was?